So, hallo Leute, wir wollen noch mal ins Tiergehege und euch noch mal ein bisschen was zeigen. Wir haben ja nicht alle Tiere, glaube ich, gezeigt und einfach auch mal so noch mal die Anlage zeigen. Wollten euch auch mal zeigen, wie viel wir mitnehmen. Ganze Berg Wir schon. nehmen immer so 3, 4 Kilo Möhren. Das sind diesmal 4 Kilo, 3 Kilo Äpfel und machen da immer so eine Sticks draus. Bei den Äpfeln nachher auch. Das, weil das wenn besser bei den Meerschweinchen durchpasst und für die anderen ist es auch besser, die können das besser kauen. Zum Beispiel die Lamas und so. Und ja, das kaufen wir dann immer frisch ein, schneiden das dann frühs noch und dann fahren wir dann zum Tiergehege. Wir zeigen euch dann nachher nochmal aus dem Tiergehege ein bisschen was. Alles klar, bis nachher. So, Tschüss. wir sind jetzt da. Das ist der Eingang. Denn die trägt schon ein bisschen Futter. Schwer, ja, Schatz? So, wir zeigen euch gleich den Eingang nochmal. Das sind die Öffnungszeiten. Der Niki holt schon Karte. Was hast du denn da? Achso, die Kocken. Morgen! So. Also das Geld kommt zu 100% in den Tieren zugute. Das ist der Eingang. Hier vorne kann man noch spielen. Also hier ist ein schöner Spielplatz auch. Hier passieren auch manchmal so schöne Veranstaltungen. Was heißt passieren? Werden ein paar Veranstaltungen gemacht. Und ja, das ist immer ganz dolle besucht. Ja, die freuen sich schon, die wissen schon, was los ist. Da sind die Esel. Da oben ist der Bär. Da gehen wir gleich nochmal hin. Und wie gesagt, schöner Spielplatz, also für Kleine super. Die wissen schon, was los ist. Die kennen Niki mittlerweile schon. Aber die Esel hatten wir euch ja schon gezeigt. Wir zeigen euch ja nachher nochmal ein bisschen. Wie gesagt, da ist der Bär. Mama, geht mal zum Bären und zeigt den mal, ja? Ich glaube, der war das letzte Mal nicht draußen, deswegen. Also super Sache hier. Lohnt sich immer wieder hierher zu gehen. Da ist er. Es waren früher auch mal zwei. Mittlerweile nicht mehr. Na, Schnucki? Hier sind die Hängebauchschweine drin, die sind aber nicht so sehr oft draußen. Da hinten liegt mal eins. Da hinten sind die Ziegen. Hier hinter den Eseln sind noch Ponys. Also zum, da hinten kommt es raus. Aber ich glaube, das ist auch alleine. Ja, da hatte ich bloß immer die Weise gesehen. Ja, du, Schnucki. Ja, die sind immer, die kennen uns mittlerweile schon. Die kommen immer hinterher. Hier wird gerade ein neues gebaut. Ich glaube, für die Affen, möchte ich meinen. So, das ist erstmal hier vorne im Eingangsbereich. Der Niki ist gerade beim Pony hinten. Ja, Apfel, dann mögen sie alle. Also wir haben viele Sachen versucht. Salat, Gurke, alles Mögliche. Also Apfel und Möhre kommt am besten an. Ja? Apfel und Möhre, ja? Das mögt ihr, ja, ihr Mäuse? Hier, Niki. Ach so, hast schon. Ein kleines Stückchen. Und Brot natürlich auch ein bisschen. Nehmen wir auch immer noch mit. Aber natürlich alles Frisches, also kein altes Brot. Nur zur Sicherheit, damit es nicht irgendwie schimmelig ist oder irgendwas. Ja, ich komme mal dran, dass das Affenhaus erweitert wird und Neubau eines Freigeheges. Das wird jetzt gerade hier gemacht. Und man kann hier auch Meerschweinchen kaufen. Wir zeigen, die haben wir das letzte Mal schon gezeigt. Wir zeigen nochmal also die kleinen süßen Baby-Meerschweinchen für 5 Euro. Also es ist wirklich sehr günstig. Weil normalerweise kosten die im Laden ja 14,95, also 15. Hier hinten ist noch ein Grillplatz, das wollte ich noch zeigen. Da kann man tatsächlich Familienfeiern ausrichten, wenn man möchte. Und grillen selbstständig. Jetzt ist natürlich hier ein bisschen zu gemütlich durch den Bau. Aber beim letzten Mal war das ja alles noch ein bisschen freier. Und da kann man hier denn grillen. Kann man alles mitbringen. Und dann Sitzgelegenheit gibt es ja auch genügend immer. Für Picknick. Hier um die Ecke sind jetzt die Lamas und so ein kleiner Teich
Und auch Kaninchen, der Niki ist jetzt noch bei den Ziegen. Und sind auch nochmal Ponys. Hier oben ist nochmal so ein kleiner Spielplatz, wie man sieht. Da schaukeln gerade zwei Kinder. Und da auch. Und hier ist nochmal, das zeige ich nachher noch, das ist so ein Imbiss, der hatte meistens nachmittags offen. Noch kleine Enten drin. Die sind aber eher nicht so, die kommen nicht so oft. Also das fressen auch nicht so gut. Aber jetzt kommen natürlich unsere süßen Ponys wieder. Und hier sind Kaninchen. Da hinten schläft eins. Kann man gut erkennen. Zoom mal ein bisschen ran. Ja, und du kommst jetzt hier schon wieder einfach durch, ja? Das macht er nämlich immer gerne, ja? Ich hole jetzt mal die Äpfel raus. Der eine macht immer so süße Geräusche, der mit dem Weißen hier. Der bettelt immer so und der macht immer... Vielleicht macht das nachher. Warte mal, wenn der jetzt kommt. Na, Schnucki? Ja, nee, gib mal den Apfel hin. Wenn nicht, müssen wir uns das teilen. Gibst du mir mal, dann lock ich den mal weg. Gib mir mal ein Stück. Komm her, Schnucki. Komm her, ich lock nur mal weg. Hier. Schmeckt, ja? Ja, der kriegt, denkt schon wieder, der kriegt nicht genug. Die Ponys hier nebenan kriegen auch gleich noch was. Die haben schon eben Apfel von mir bekommen. Aber wie eben. Groß ist das Ding? So die haben halt auch ein Loch im Magen, was? Ja? Die sind so groß wie ich und ja. Oh, hat einer Husten? Stopp. Der hört schon langsam auf dich, merkst. Komm her, Mäuschen. Also diese sind super, also das macht richtig viel Spaß immer, ja? Ja, ihr Süßen? Ja, oh, jetzt geht schon los. Oh, irgendwer war es, ich glaube, der Weiße war es, ist das immer. Oh, das holen die sich noch, das ist nicht so schlimm. Nicht die Mama. Du machst den hier, okay? Ich mach den Großen? Den da. Ach, den anderen? Den Bettler? Komm her, mein Schatz. Hey, du da. Dann lass mal, ja, oh, jetzt geht's schon los, ja. Dann geht's natürlich wieder bei deinen kleinen Lieblingen, den Meerschweinchen. Die kommen auch schon wieder alle. Da braucht man den Bus. Ihr süßen kleinen Schnuten, ihr süßen kleinen Schnuten. Komm her, Apfel. Hier. Äpfel. So, denn, oh, jetzt warten sie, gucke, wie sie, werden sie schon nervös, sie riechen da schon. Ja, der Niki braucht halt ein Momentchen, ja? Eia, oh, jetzt streiten sich gleich wieder. Also, die lieben Apfel. Noch mehr als Möhre. Jetzt geht das hier Beiße wieder los, da. Nicht hauen. Kickst du sie? Nicht hauen. Wartet mal, ich helfe euch mal. Kommt her, ihr Süße. Runter hier hoch? Wieso kommen das da hoch? Weil ist das? Was ist da jetzt? Guck mal nur noch. Hä? Musst du dir die kleineren, dünneren nehmen, die wir für die Meerschweinchen geschnitten haben? Hier sind natürlich auch noch irgendwo Wellensittiche mit drin, aber wo sind sie denn? Man hört sie immer fiepsen. Manchmal sind sie auch draußen. Da ist schon so ein süßes kleines Baby. Und da hinten auch, die man halt denn hier kaufen kann. Da so eine süße Mäuse. Ein bisschen unscharf, so. Und hier vorne, gucke mal. Kleine Schnuckischnude, das süße kleine Ding da. Guck mal, was ist das so, denn? Zebrafinken sind hier drin. Und Fasan, Goldfasan. Da unten ist er. Die kann man aber eher weniger füttern. Man kann ein bisschen Brot reinschmeißen. Aber das macht halt nicht ganz so viel Spaß. Und hier sind die Erdmännchen. Da sitzt schon eins oben unter der Wärmelampe. Hier unten kommt einer angeflitzt. Na, Schnäuzchen? Das Dich guckt er an. Ja. Mich jetzt auch. So. Ja, die sitzen da noch. Da sind wir gerade von da oben
Also von da unten hier hochgegangen, so. Jetzt kommen hier hinten Affen. Die füttern wir immer nicht, weil die, da sind wir uns nicht sicher. Die sind auch manchmal ein bisschen aggressiv, finde ich. Niki, nicht da rangehen lieber. Die kratzen schnell und sowas. Niki nicht. Die fressen keine Eicheln, glaube ich. Deswegen sind wir hier oben eigentlich nicht so oft bei denen, weil wir dann... Ja, ist sich, ist es. So, und hier oben sind es noch wild und da hinten kommen noch Mufflon. Die Mufflon sind ja die verrücktesten von allen. Gucken mal. Ist dann wild? Gerade nicht da. Das ist gerade nicht da, das Dammwild. Wer weiß, wo die sich rumtreiben. Hier oben weiter vielleicht. Ja. Nee, da kommen die Mufflon. Das sind auch unsere Lieblinge. Das sind ein paar Verrückte. Gib dir mal ein Stück Apfel. Die sind richtig. Die machen immer den Kopf so dort und dann... Ja. Richtig süß. Ja, ihr Hübschen? Ja, ihr Hübschen? Ja, ich fütter gleich mit. Also das macht richtig Spaß. Aber die essen am liebsten Brotchen hier. Hier gegenüber sind die Mähenspringer. Die hatten wir euch ja schon gezeigt. Komm her. Ja, das fressen sie noch lieber, ja? Niki, nimm mal ein Stück Toastbrot im Mund und lass es mal rausnehmen. Komm, mach mal. Macht sie das nicht? Macht sie nicht? Doch, macht sie. Hier sind die Emus, Ziegen daneben. Nochmal die Schaukel, die ist von der anderen Seite von... Da hinten waren wir vorhin bei den Ponys und Lamas. Hier ist nochmal ein schöner Spielplatz. Da oben ist nochmal eine Ziege und die Tauben. Ich weiß nicht, ob ich die Tauben schon gezeigt habe. Wir sind gerade jetzt hier von hier unten von den Mähenspringern von der anderen Seite gekommen. Hier ist der kleine Kiosk. Gucken wir nachher nochmal hoch und filmen den. Niki füttert gerade... Hat gerade den Emu ein bisschen Brot gegeben. Die fressen nämlich auch ganz gerne Brot. Da. Hier sind die Ziegen. Dahinter sind nochmal Ziegen. Und da hinten sieht man jetzt die Lamas. Das ist so eine Runde, die man drehen kann. Dann. Gucken wir mal zu dem Kiosk. Hier ist dieser Neubau von der anderen Seite mal. Ich will mal ganz kurz hier hoch zu dem Kiosk und dann mal zu den Tauben. Ja. Wie gesagt, hier kann man sitzen. Hier gibt es dann auch ab nachmittags. Ehrlich gesagt, glaube ich, gibt es noch Eis und sowas und Kaffee. Schmorwurst oder, also Bockwurst gibt es, glaube ich, noch. Das ist dann so ein kleiner Automat. Naja, wie es immer ist. Ist ja auch bloß ein, ja, Bockwurst, Schmorwurst und Pommes gibt's. Hier natürlich jetzt keine Preise dran, doch, da hinten ein bisschen verschmiert, 2 Euro. Das geht eigentlich, ist okay. Das sind die Tauben. Hallo. Der will mich erschrecken, das kleine Aas. Ja, ja, du suchst den Mülleimer, so siehst du schon aus. Das sind, wie gesagt, hier sind nochmal Ziegen, hier sind die Tauben und hier ist der Uhu drin. Vielleicht sehen wir mal einen, da hinten sitzen die meistens oben. Ja. Ich zoome mal ein bisschen ran, vielleicht kann man es gut erkennen. Ach Gott, hier. Da unterm. Nee, das glaube ich. Doch, man sieht ihn. Der andere sitzt da dran. Bei den Tauben ist das Gitter sehr klein. Aber die fressen halt. Da machen wir das Brot immer ganz klein. Und jetzt kommen sie schon alle. Die fressen das natürlich auch super gerne, ist ja klar. Ganz frisches Vollkorntoast ist natürlich der absolute Bringer hier bei denen. Das kann es natürlich gar nicht schnell genug gehen. Ja, der Niki sammelt gerade ein paar Eicheln, fressen die Tiere ja auch. Hier sind überall Eichenbäume. Hier. Na komm, der hier Süßen. Was ist es dann? Nee, der möchte kein Schwarzbrot. Nimm mal was anderes. Vielleicht will die. Oh, sehr schön geschmissen. Prima.
Ah. Ist natürlich auch frisch aufgeschnittenes Brot. Also. So, hier hatten wir nochmal Ziegen. Ich glaube, die hatten wir aber schon gezeigt. Noch eine ganz süße Maus hier. Eine ganz süße Maus. Der Niki ist irgendwo verschwunden. Ja, ich weiß nicht, wo der hin ist. Ach, der wird schon wieder auftauchen. So riesig ist das Gelände ja auch nicht. Hier müssten auch nochmal da, genau, Ziegen sein. Ziegen sind eben einfach toll. Wir stehen ja voll auf Ziegen. Wird jetzt langsam voll. Naja, also wenn man hier Urlaub macht in der Nähe, sollte man wirklich hier mal herfahren. Das lohnt sich. Eintritt ist billig. Man kann natürlich auch Futter kaufen. Vorne so eine Pellets für 1 Euro. Na Mäuse, haben wir hier. Ja. Hier sind nochmal so eine kleine Schäfchen. Hier drüben sind auch nochmal Ziegen. Ja, und das war es dann im Großen und Ganzen. Ist ja auch kein Tierpark direkt, sondern bloß ein Tiergehege. Ist das dann wird auch draußen? Können wir euch das auch noch mal ganz kurz zeigen? Mach bei den Affen bitte langsam, Niki. Da habe ich immer ein bisschen Angst. Da sind sie. Also wie gesagt, wenn man hier irgendwo in der Nähe Urlaub macht, das ist immer wieder schön hierher zu kommen, auch wenn man hier wohnt. Das ist eine tolle Angelegenheit. Für Kinder ist das super. Was für ein kleines Ding. Nee, mach mal nicht so hoch. Gib's mal hin. Ach so. Die sind halt ein bisschen nicht ganz so wie die Muffleins. Sie sind ein bisschen scheuer. Naja, gut. Wenn es um Möhre geht, ist auch dieser Bann gebrochen. Der kaut noch. Den Mund noch voll. Ja, Toiletten sind auch hier. Sind ganz sauber eigentlich. Ja, wenn natürlich viele Leute drauf waren, sehen sie natürlich nicht mehr so schön aus. Weil das durch diesen Waldboden ja auch die Schuhe dann schmutzig sind. Aber ansonsten, wie gesagt, kann man das. Sitzmöglichkeiten, Picknickmöglichkeiten, Papierkörbe gibt es genug und eben auch Toiletten. So, das war's für heute. Wir machen uns jetzt auf die Spur. Wir haben alles verfüttert und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Dass wir euch mal einen schönen Einblick geben konnten. Die geht schon wieder bei dem Meerschweinchen. Und wie gesagt, lohnt sich definitiv hierher zu fahren. Tschüss!